Servus, wir sind heute in Bogota, Kolumbien angekommen, in der Hauptstadt. Wir werden 2 Tage hier verbringen, wir schauen uns die Stadt an und gehen auf den Cerro Monserrate, also ein großer Berg, wo man eine wunderschöne Aussicht hat, die komplette Stadt hat. Dann geht es weiter nach Medellín. Ja, da werden wir ein paar Tage länger verbringen, glaube ich, da haben wir 5-6 Tage eingeplant. Da schauen wir uns dann die Stadt an. Wir machen eine Foodtour, weil wir von euch Tipps bekommen haben, dass in Kolumbien ganz tolle exotische Gerichte zum Probieren sind und auch das Streetfood ganz gut sein soll. Schauen wir mal. Und dann geht's über Silvester, Neujahr nach Cartagena noch ein paar Tage. Es ist an der Karibikküste oben, da wird es dann richtig schön warm. Und ja, dann soll es weiter nach Costa Rica gehen. Jetzt schauen wir mal, was die nächsten 14 Tage, 15 Tage Kolumbien so zu bieten haben. Ja. Servus, wir gehen heute auf den Cerro Monserrate, der auf 3100 Höhenmeter liegt. Das ist der bekannteste östliche Hügel in ganz Bogota, soll wohl auch die beste Aussicht über Bogota bieten und ist seit der Kolonialzeit ein religiöser Wallfahrtsort. Schauen wir es uns an. So, wir sind jetzt mit der Seilbahn hochgefahren, hat ungefähr eine Viertelstunde gedauert und wir genießen den Ausblick fast alleine. Cerro Monserrate aus, hat man auch einen tollen Blick auf den zweiten Hügel von Bogota, der Cerro de Guadalupe. Wir haben jetzt gerade die Kommune 13 Tour beendet. Uns hat es sau gut gefallen. Wir haben mega geile Graffitis gesehen. Wir haben ein bisschen was über die Geschichte gelernt. Fazit. Wir machen heute 2 Foodtouren. Und zum einen probieren wir heute leckere exotische Früchte und kolumbianische Spezialitäten. Lecker, lecker! Ich esse Guava. Das ist schön gesagt. Jetzt ist mal Lulu. Irgendwie schaut es ein bisschen aus wie ein Kiwi. Sauer. Ein bisschen sauer. Aber? Mhm. Und die war Algarabo? Geschissen! Italia! Das ist erfrischend. Echte Marokko, ja? Nämlich nicht die, die wir kennen, sondern ja, die von hier halt, ne? Anscheinend die echte. Boah, das ist geil. Yay!
Also, Grenadiner, das ist unser Guide, hat uns gerade erklärt, das haben sie in der Schule immer mitbekommen und an den Köpfen von ihren Banknachbarn gesmashed. Nach der Foodtour gestern oder den zwei Foodtouren gestern müssen wir uns heute ein bisschen bewegen und wir haben uns entschlossen, 2 Stunden nach El Penia. Also Richtung Guatape zu fahren und auf den Penyon hochzulaufen. So ist es. Das sind 200 Meter. Wir haben 742 Stufen von uns, aber von oben aus einen phänomenalen Ausblick. Ja, das machen wir jetzt einfach mal. Schauen wir uns an. Ja, schaut mal die Bilder. Berg, auf den wir vorher raufgelaufen sind. Und ja, die Bewohner haben sich hier vor 20, 30 Jahren mal gedacht, so, wie können wir jetzt die Touristen hierher locken, weil die sind ja eh schon am Berg, dann sollen sie bei uns auch noch vorbeikommen und ein bisschen Geld erlassen. Und dann haben sie hier die ganzen Fassaden wunderschön dekoriert, voll schön bemalt. Ja, und ein paar Bilder zeigen wir euch jetzt. Wir haben es geschafft. Wir sind eigentlich schon ein paar Tage da, aber wir haben uns ein bisschen erkältet. Es hat nämlich über 30 Grad und die Klimaanlagen sind extrem. Man hört es vielleicht auch noch ein bisschen, deswegen haben wir uns mal 2 Tage ein bisschen ausgeruht. Dafür haben wir aber heute unseren letzten Tag, den wir jetzt noch nutzen. Und deswegen geht es jetzt noch ein bisschen in die Stadt. Wir werden gut essen gehen und den Sonnenuntergang genießen.